Ich denke, man kann sagen, das duale Rundfunksystem hat sich bewährt. Welche Bedeutung hat es? Man darf nicht vergessen, in Deutschland ist nach der Rechtsprechung des höchsten Gerichtes, des Bundesverfassungsgerichtes, die Existenz von öffentlich-rechtlichem Rundfunk unverändert Voraussetzung überhaupt für die Zulässigkeit von kommerziellen, von privatem Rundfunk, weil das Verfassungsgericht in Interpretation unseres politischen Systems gesagt hat, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so elementar für die Qualität des öffentlichen Diskurses, der öffentlichen Meinungsbildung im Sinne einer Grundversorgung mit Information, Bildung, Beratung, aber auch mit Unterhaltung gehört gleichwertig dazu, dass nur wenn diese Grundversorgung, dieses Fundament gesichert ist, überhaupt kommerzieller Rundfunk in Deutschland zulässig ist, weil der anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, auch unterlegen muss. Der muss Geld verdienen, der muss Rendite machen, der kann sich weniger an Inhalten orientieren, als wir das können. Und deswegen gehören beide Elemente, das Privatrechtliche, das Privatwirtschaftliche wie das Öffentlichrechtliche, zu unserem Mediensystem. Und ich glaube, dieser Dualismus hat sich insgesamt wirklich bewährt. Und damit es nicht so abstrakt klingt, man stelle sich mal die deutsche Medienlandschaft vor, ohne die Angebote von ARD und ZDF im Fernsehen. Das wäre schon eine grundlegend veränderte Fernsehlandschaft. Und wer Länder kennt ohne öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dort Programme sich mal zu Gemüte führt, der sieht auch den Unterschied.